Hallo nach Dossenheim, ich grüße euch mal wieder von meinem Bildungshof aus Göttingen und habe euch heute wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar geht es um Lehren an der Hochschule von Alexander Wörner. Und passend zur heutigen Sendung habe ich ganz einfach mal ein Zeugnis geschrieben. So sieht das aus, ich hoffe man kann das sehen. Ich habe da drei Sachen benotet, einmal die Visualisierung vom Buch, da gibt es eine 5. Ich habe den Theoriebezug, da bekommt es eine 4. Und ich habe den Preis, da bekommt es eine 2. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, warum empfehle ich euch das Buch, wenn es überhaupt nicht gut ist? Und das liegt einfach daran, dass dieses Zeugnis hier vielleicht täuscht. Ich finde das Buch nämlich sogar sehr gut. Ja, aber gucken wir uns das an. Visualisierung gibt es eine 5, einfach deshalb, weil gar keine Abbildungen oder irgendwas drin sind. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Theoriebezug gibt es eine 4, ganz einfach deshalb, es ist eine praktische Anleitung. Ne? Da ist, muss nicht so viel Theorie drin sein. Und wenn man das als Kriterium festlegt, und es ist dann nicht da, gibt es halt eine schlechte Note. Macht das Buch aber nicht schlecht. Naja, was ist da drin? Ich halte es auch nochmal in die Kamera. Also Herr Wörner beschreibt erstmal die Wichtigkeit von den Lehrenden, also die Einstellung der Lehrenden. Und sagt, naja, wenn man nicht mit den Studenten zusammenarbeiten will, wenn man kein Miteinander möchte, dann funktioniert das auch nicht. Das ist sowas wie eine Grundvoraussetzung. Und danach beschreibt er wirklich sehr schön, anschaulich, auch ohne Abbildungen, ja, wie das in der Hochschullehre funktionieren könnte. Und da geht er wirklich auf ganz viele Sachen ein. Das erste ist wirklich der Umgang mit Fehlern. Der muss gegeben sein. Also auch mit, nicht nur mit Fehlern der Studierenden, sondern auch mit eigenen Fehlern. Wie gehe ich damit um? Wichtiger Punkt. Es ist drin, naja, was mache ich denn, wenn das Plenum schweigt und gar nichts sagt? Oder wenn es ganz unruhig ist? Oder wenn ich merke, mir wird die Zeit knapp? Oder. Also ganz viele Sachen, sehr anschaulich beschrieben, sehr praktisch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und damit zurück nach Dossenheim. Bis zum nächsten Mal.